So, jetzt fahren wir mal nach die Hagen rein zu Aldi. So, das ist der Zeltplatz Neuhaus, kurz vor die Hagen. So, unter den Bäumen ist dann der Zeltplatz. So, wir sind jetzt also im Ortsteil Neuhaus von Dierhagen, hier an deren Dreh. Wir müssten jetzt also praktisch Richtung Dierhagen Dorf, um zur Aldi zu kommen. So, dann haben wir noch ein großes Waldstück hier zu durchqueren, bevor wir nach Dierhagen City reinfahren. So, wir machen jetzt erstmal rechts rum und dann geht es dann zu Aldi. Der Hagenstrand. So, wir sind jetzt in der City von Ostseebad Dierhagen und fahren jetzt Dierhagen Dorf vorbei am Kurhaus, diese Strecke hier. Dieser tolle Verteiler steht. Und dort, wo das Auto ist, rechts, ist dann die Bushaltestelle in Richtung Berlin. Aber wir fahren jetzt mal hier genau diese Strecke jetzt zum Aldi, zum Einkaufszentrum. So, das ist Information, das Kurhaus von Dierhagen. So, das ist jetzt nur Dierhagen Richtung Dierhagen Dorf, da gibt es auch noch Dierhagen Hafen. Da kann man dann im Bottengewässer einen Dampfer fahren. So, geradeaus geht es Dierhagen Dorf, links rum Rehrohr und rechts rum ist den Ribnitz Dammgarten. Das ist dann das Bottengewässer, das ist nicht nur Ostseeküste. Also links Ostseeküste, rechts Bottengewässer. Da hinten ist so, hier rechts rum gibt es dann nach Rüstrohr, 7,5 Kilometer. So, von hier sind wir gekommen, Neuhaus. Hier ist jetzt Dierhagen Strand. Hier geht es dann weiter nach Dierhagen Ost und da drüben ist dann Rüstrohr an der Ostseeküste.